dass ich euch hier treffen kann. Von ja, Chris hallo. Ich habe gesehen, ihr habt ein Spiel, in dem man vor allen Dingen erstmal ein Schiff sieht und in dem man das Meer sieht. Ja. Was kann man da machen? Ja, wir präsentieren heute hier auf der Gamescom ein Spiel über Norwegen. Das spielt im Norden von Norwegen, ist ein Fishing-Spiel. Ja, das geht in die Richtung dann Action, Strategie und dann kannst du dir dann halt dein Imperium bilden. Genau. Unsere Company sitzt in Norwegen. Ja. Und ja, wir sind 9 Personen und das ist unser erstes großes Spiel hier auf der Gamescom. Ist das denn jetzt eine Simulation oder ist das was anderes? Nein, wir möchten nicht in Richtung Simulation gehen. Action, yes. Action, Strategy and yeah. Realistic. Also schon in so realistisch. Du kannst also realistisch Fische fangen, ja, und Geld verdienen und dann Stück für Stück dein Imperium aufbauen. Aber ein hoher Grad an Realismus ist auf jeden Fall vorhanden. Du denkst immer an Simulationen. Ja, stimmt. Aber ja, sagen wir, es ist ein Mix, okay. Ist das nur ein Einzelspielerspiel oder spielt man auch das, mehrere? Ja, das wird ein Einzelspielerspiel werden, ne? Für Computer, PC. Wie weit seid ihr da in der Entwicklung? Zurzeit noch nicht fertig mit der Alpha. Also wir haben heute noch nicht die Alpha-Version, Early-Alpha-Version. Und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr damit fertig werden, dass wir alle Komponente einbauen können, wie die Nordernlichter vom Norwegen und ja, die Fische, dass wir Hammersfest fertig haben. Das ist halt die Stadt, wo man in Norwegen fischen kann. Ja. Starten mit der ersten Stadt und dann Stück für Stück. Ihr habt das alles in Norwegen entwickelt und seid jetzt hier hingekommen. Genau, alles in Norwegen entwickelt und ja. Bist du auch Norwegerin? Nein, ich bin geboren hier in Deutschland und ja, habe dann meinen Freund in zusammen kennengelernt. Also ja, weil wir die gleichen Interessen haben und dann haben wir uns zusammengetan. Okay, prima. Dann vielen Dank. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal ein bisschen was vom Spiel an. Ja, und dann, könnt ihr gerne tun. Ja. Dankeschön. Ja, wir benutzen Unreal Engine 4 und haben alles auch selbst getan. Die Häuser selbst entworfen und so. Das ist halt ein typisches norwegisches Fischerboot, ein Kutter. Und ja, wie gesagt, spielt in Norwegen, im Norden. Hier sieht man schon ein bisschen von Hammersfest. Dann haben wir auch eine kleine Ölcompany hier. Die sehen wir jetzt da. Ja, Norwegen ist ja für seine wunderschönen Berge und für seine Aussicht bekannt. Deshalb haben wir auch in 3D erstellt. Was sind denn jetzt die typischen Dinge, die man als Spieler jetzt so tun würde, außer das Boot steuern? Ja, du musst halt natürlich gucken, dass du deine Netze auswirfst, wie er es ja gerade tut. Und danach fährst du sie auch wieder ein. Dann wird es irgendwann so geben, dass du halt schon siehst, welche Arten von Fischen du fangen kannst, wie viele, die du ja dann natürlich anschließend zur Bank bringen musst, um sie gegen Geld umzutauschen. Und ja, dann wirst du halt auch hier oben deine Zeit in Jahren und im Tag sehen, wie viel Zeit du auch dafür benötigst halt, ne? Ja. Damit du dir Stück für Stück ein Imperium in Norwegen aufbauen kannst, angefangen in Hammersfest. Und gibt es dann so ähnlich wie einen Aktienmarkt, nur halt für Fischware, wo man dann handelt? Darüber haben wir jetzt noch nicht gedacht, aber mit dem Handeln ja, vielleicht eher so auf dem Markt oder so. Aber speziell haben wir uns jetzt nur so auf Banken fokussiert, ne? Dass du halt mit deinem Gut irgendwie zum Händler gehst und dann mit den Banken halt arbeitest. Von denen beziehst du ja auch dann dein Geld, so real halt auch gesehen, genau. So wie es im realen Jahr dann auch ist, genau. Also im Moment verkauft man seine Fische und bekommt dafür immer einen bestimmten Preis. Ja, also für verschiedene Arten von Fischen wirst du halt, für das eine wirst du weniger bekommen, für das andere mehr. Umso schwieriger wird es aber auch in einem Spiel, dann gewisse Fischarten zu fangen. Aber wir sind noch daran am Arbeiten, ja. Deshalb sind wir auch auf der Gamescom, um zu gucken, was könnte man noch für Ideen einbauen und ja. Was gibt es denn noch an Komponenten, die auf Wirtschaftswesen gehen, also dass man Preise sieht und was man verkaufen kann und all sowas? Ja, also du wirst natürlich am Ende, wenn du dein Geld verdienst, auch die Möglichkeit haben, dir dein Haus, dir vielleicht ein Speedboot zu kaufen, wie wir es eben gesehen haben, ne? Aber sonst, Fisch ist, dass du eine riesengroße Fischfactory vielleicht hast.
Ja, in die Richtung halt. Sonst so vom wirtschaftlichen. Könnt ihr uns sowas zeigen? Could you show us something? Like, where do you buy things? What does the buy menu look like? Yeah, yeah, yeah. What options do you have there? Let's have to go into the port again. Für wie lange entwickelt ihr schon an dem Spiel? Wir arbeiten seit 2 Jahren daran. Wir haben sehr lange auch für das Konzept gebraucht, um Informationen auch zu sammeln, in welche Richtung wollen wir denn gehen. Klar, deine Frage, Simulation rein. Nee, wir haben uns überlegt, um den Spieler auch ein bisschen Abenteuer, ne, von Norwegen auch mitzubringen, haben wir uns halt für Abenteuer, Action, Strategie und sowas halt dann entschieden. Aber wir arbeiten jetzt insgesamt wirklich 2 Jahre daran, genau. Und wir hoffen, dass wir es nächstes Jahr dann halt fertig haben. Seid ihr ein Startup oder habt ihr schon viel vorher entwickelt? Ja, wir haben einige kleine Apps entwickelt, wie Öldrill, example. Ja. Ja, was successful. It was only app game. Und ja, wir haben auch unter den 100, haben Platz 5 belegt von den App-besten Spielen mit dem Öldrill. Aber das ist unser erstes großes Spiel jetzt, the first big game. Platz 100 wovon? Von was für Spielen? Was war das für eine Auslösung mit den 100 Spielen? Also unter 100 besten App-Games haben wir Platz 5 belegt. Wer hat das ausgelost? Indie Game. Indie Dev, ja? Ja. Indie Game App Award. Ja, yeah, yes, was. Okay. We got the fifth place in the arcade game. Okay. Ja. Hoffe, der erste Eindruck konnte schon mal so ein bisschen überzeugen. Ja. We are inside the city. Go to the shop. Also jetzt sind wir in der Stadt und das sind jetzt alles unterschiedliche Fischarten, ja? So these are all different kinds of fish that you can sell now. Catch, ja. Yes. You can go to the bar, go to the bank, buy upgrades for the boat. We haven't time to implement everything yet. This is just for now. Wann glaubt ihr, dass ihr das Spiel veröffentlichen werdet? Ja, we hope it's next year maybe finished, no? Yeah, and then next year. February, March. Wird es dafür einen Early Access geben? Yeah, maybe. I think so, maybe. Okay. Yeah, so this is quite few. Not ready yet. Ja, ist noch in Entwicklung, aber möglicherweise dann demnächst zu haben. Vieles wollen wir nicht verraten, dann hoffen, dass es eine Überraschung wird. We don't, yes. Okay, ja, dann bedanke ich mich bei euch. Ja, wir bedanken uns auch. Wünsche euch viel Erfolg. Dankeschön. Ja, danke.